Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Endlich ist der Sack zu. Nico Schlotterbeck wechselt zu Borussia Dortmund. Der 22-Jährige ist nun also wirklich vom SC Freiburg nach Borussia Dortmund gewechselt. Er kostet 20 Millionen Euro Ablöse. Das heißt, der SC Freiburg kriegt da eine gute Zahlung. Plus 5 Millionen Boni stehen da aktuell im Raum. Und Nico Schlotterbeck soll dann beim BVB mit 4,5 Millionen jährlich nach Hause gehen. Also ein ganz guter Verdienst. Damit hat Borussia Dortmund quasi die Innenverteidigung für die nächste Saison klar gemacht, denn schon im Laufe der Saison verpflichteten sie ja den 26 Jahre alten Niklas Süle vom FC Bayern München. Eine spannende Randinformation, so meldete es zumindest die Bild, war, dass Mats Hummels sich sehr stark intern für eine Verpflichtung von Schlotterbeck stark machte, obwohl er natürlich auch davon Nachteile hätte, wenn hier ein neuer Innenverteidiger geholt wird. Das zeigt natürlich, dass Mats Hummels Borussia Dortmund hier sehr am Herzen liegt. Ja, was sagt ihr zu der Verpflichtung von Nico Schlotterbeck? Damit hat der BVB wirklich zwei ganz tolle Innenverteidiger, das ist zumindest meine Meinung, die beide noch super jung sind und noch viel erreichen können. Klar, Niklas Süle ist vielleicht schon etwas älter, aber 26, come on, das ist auch noch kein Alter. Also da kann man wirklich noch ein paar Jahre auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau spielen und vielleicht hat er seinen Zenit an dieser Stelle auch noch gar nicht erreicht. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob Borussia Dortmund mit dieser Innenverteidigung nächstes Jahr wirklich noch ein bisschen besser angreifen kann. Ja, also schreibt hier gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht nochmal die Softfacts zu der ganzen Sache. Nico Schlotterbeck kostet 20 Millionen Euro plus 5 Millionen Boni und 4,5 Millionen jährlich an Gehalt. Ich finde das Gehalt eigentlich ja, schon eigentlich niedrig, muss ich sagen. Also man hört ja sonst teilweise Zahlen, die gehen dann schon in andere Sphären. Aber 4,5 Millionen Euro, also ich glaube, da wird sich niemand beschweren von uns. Dennoch, schreibt dazu mal eure Meinung in die Kommentare, sowohl zur Ablösesumme als auch zum Wechsel. Ist der sportlich sinnvoll für Nico Schlotterbeck? Ich denke auf jeden Fall. Und ja, schreibt es gerne mal unten rein. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge und ciao.